Willkommen zurück bei Layers of Fear, das Remake. Ja, ich habe gerade mal mit dem Chat geguckt, das Let's Play von Kronk, und es ist 1:1 das gleiche Spiel. Es steht alles genauso an seinem Platz, nur ist die Grafik ein bisschen schöner. Aber sonst ist das 1:1 das gleiche Spiel. Also ob ihr jetzt das Remake spielt oder das Spiel von 2016, obwohl das von 2016 echt schön gemacht ist. Ist da kein Fenster mehr oder sehe ich jetzt... Ring. Ach, den Ring habe ich da wieder hingelegt. Oh, wollt ihr mich jetzt verarschen? Warum ist da kein Licht mehr an? Might not be a household name yet, but just give her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, she was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years, stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of its harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, there's more to performing music than enthusiasm in a pretty face. When asked if after witnessing last night's performance, he regrets these words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, yes. We caught up with the star. Was die gemacht haben, das gab es nämlich in dem ersten Teil nicht, dass jemand dir die Notiz vorgelesen hat. Das gab es nämlich vorher nicht. Kann mich nur daran erinnern, du musstest die alle selber vorlesen, was ich quasi jetzt auch mache, aber es hat halt keiner die auf Englisch vorgelesen. Die neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnerung. Mag jetzt nicht noch keinen Namen von Gewicht sein, aber geben Sie ihr ein wenig Zeit. Die unglaubliche, talentierte Multi-Instrumentalistin hat gestern Abend eine erstaunliche Leistung abgeliefert und selbst die glühendste Neinsager überzeugt. Sie war einfach atemberaubend. Ich habe seit Jahren nicht mehr so viel Passion, Energie und Talent gesehen, kommentierte der berühmteste Pianist Daniel Richter. Mit seinem Lob blieb er nicht allein. Scheinbar hat sogar Anthony Giddens, einer von härtesten Kritikern, nun endlich Licht ins Dunkel gesehen. Giddens hat sich zuvor abfällig über die Künstlerin geäußert und erklärt, dass musische Darbietung mehr als nur ein Euphemismus und ein hübsches Gesicht braucht. Als er gefragt wurde, ob er diese Worte bereue, nachdem er die Aufführung gestern Abend miterlebt habe, warf Mr. Giddens uns einen Blick zu, der nun als eine Mischung aus Ehrfurcht und Verlegenheit beschrieben werden kann. Nach einer Antwort gedrängt, sagte er einfach, ja, wir trafen den Star des Abends. Okay. Boah, Alter. Kann man hier Licht anmachen? Hier war doch vorher Licht, oder meine ich das nur? Warte, ich... Sorry. Couldn't sleep. The legs been acting up again. Figured I might as well do some work. Stimmt, der Künstler hat der deine Gemälde malt, Probleme mit seinem Bein. Nicht die Künstlerin war, glaube ich, seine Frau, wenn ich das richtig erinnere. Da haben wir eine Parfümflasche. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined, although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ronald Sheffield, has so far declined to comment on today's tragic events. Galactus große Erfolg in Flammen, verheerender Brand in dem neuen Kaufhaus. Dutzend kämpfen noch um ihr Überleben. Die lange erwartete Eröffnung des neuen Galaktik-Kaufhaus wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufstehen ließ. Während er der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurde mehrere hunderte unglücklicher Besucher in der Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den Flammen in Fahne zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurde. Der Besitzer des
Galactic, Ronald Sheffield, hat bisher jegliche Kommentare zu einem tragischen Ereignis abgelehnt. Ich bin ja mal gespannt, ob Gronkh das Spiel auch spielt, obwohl das ja schon gespielt hat. Guck mal, da ist noch ein Zettel. Might not be a house. Achso, das hatten wir schon. Lass mal die Tür offen, da wo ich schon drin war. Oder mal. Ich glaube, ich lasse die Tür angelehnt. Ich will die nicht aufhaben. Ich will die nur angelehnt haben. Ach komm, scheiß auf. Mach ich so offen. Weil sie wissen, dass ich da schon drin war. Hier sind. Wucher. Aber hier ist gerade. Junge, habe ich mich erschreckt und war das laut. Was zum Fuck? Habe ich mich erschreckt? Uiuiuiui. Chat, seid ihr wach? Habe ich mich erschrocken? Hell, hey. Ach, da ist dieses. Ach, da ist dieses wunderschöne Bild. Let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place, for old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task, because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please, get your shit together. Lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig denn deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du gerade eine schwere Zeit durchmachst. Das tue ich wirklich. Deshalb habe ich zugestimmt, dich diese Illustration überhaupt erstmal machen zu lassen, um der alten Zeiten willen. Ich habe dir sogar bewusst eine einfache Aufgabe gegeben, weil ich erwartet hatte, dass Rotkäppchen etwas ist, das du im Schlaf zeichnen kannst. Womit ich nicht gerechnet hatte, ist, diesen wahnsinnigen Zündstoff für Albträume zu bekommen, den du für deine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Niemals werde ich das benutzen und ich bereue schon jetzt, einer Vorauszahlung zugestimmt zu haben. Bitte reiß dich verdammt doch mal zusammen. Dein alter Kumpel Liam Bigstone. Ach ja, das schöne Zimmer von dem Vater. Ich habe ein Telefon und ein Telefon-Dings. Kaputte Stifte. Ja, die sehen sehr kaputt aus. Unser schöner. Ist das unser. Das sieht ein bisschen komisch aus. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie dieses Gemälde mit diesem Filter drauf auf TikTok, wo dann so. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie das sich nennen soll. Ja, benutzt die Pistole. Steck die ein. Oh, der steckt die natürlich nicht ein. Weißt du, wo du auf Gesichter einfach dein Dings drüber packen kannst? Rotkäppchen. Naja, Rotkäppchen ist halt nun mal ein Horrormärchen. Rotkäppchen hat halt nichts. Rotkäppchen ist eher eine Belehrung an Kinder, dass man nicht mit fremden Menschen redet. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass uns etwas Besonderes machen. Du hast es versprochen. Ich glaube, der Haussegen hängt ein bisschen schief. Da haben wir seinen Schlüssel jetzt zum Arbeitszimmer. Ich habe immer noch nicht so wirklich einen. Nein, ich habe immer noch nicht so ein wirklich Inventar, muss ich zugeben. Ich gehe nicht davon aus, dass da irgendwas drin ist. Also das Haus an sich ist. Haha! Das Haus an sich ist mega schön. Also es ist ein sehr schönes Haus, auch wenn mich die Bilder ein bisschen ruhig finde. Oh nein, ich kann mich noch an das Kinderzimmer erinnern. Das war schrecklich. Schrecklich. Das wird alles noch so viel schrecklicher. Ja, ich kann mich noch an das Kind erinnern. Oh, der Hund war süß. Aber ich kann mich noch sehr gut an das Kinderzimmer erinnern.
weil ein Pferd pink ist. Und weil ein Pferd. Hush. Daddy's here. Können die Bilder alle einstecken? Ich weiß nur, das Kinderzimmer war das Schlimmste im ganzen Spiel. Eigentlich war das ganze Spiel schlimm. Aber es sieht alles so anders aus. Man kann sogar den Staub sehen. Wir haben 3 Uhr. Sieht erst aus wie 3 Uhr nachts, als wie 3 Uhr morgens. Sieht aus wie 3 Uhr morgens, als wie 3 Uhr nachts. Aber eine Malerpalette. Die hat meine Mutter früher auch benutzt zum Malen. Da kannst du super gut Farben anmischen. Wir wollten in sein Zimmer reingehen. Genau. Also im Gegensatz zum ersten Spiel machst du hier im zweiten. Also im zweiten Spiel bist du ja in diesem Leuchtturm. Das bis zum ersten Spiel bist du es nicht. Da startest du quasi direkt nach vorne vor der Tür. Waren die Kratzer da vorher? Waren die Kratzer da schon vorher dran? Ja, das schöne Bild des Künstlers. No, this is private. Das ist ihr privates Tagebuch wahrscheinlich? I didn't. Einmal die Tür zu. Get the right this time. Okay. Bevor ich mir das Bild angucke. Es sind 6 Kapitel. Es sind 6 Kapitel von dem Spiel. Stimmt, du musstest in jedem Kapitel hast du einen Schlüssel gekriegt. Und in jedem Kapitel hat sich auch das Bild verändert. Erst war das ganz schön und so und dann war es später halt was anderes. Quasi. Erst war es nämlich das Bild total schön. Am Ende hast du dann herausgefunden, was es ist. Ich habe die doch gerade erst aufgemacht. Das müsste auch die. Two souls, so passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. Jetzt hat sich a home, a wife, a family, peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists. And yet, they clung to it. Wünschen Sie sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern. Ihre Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Und das war Stichwort von meinem Headset. Mein Headset ist nämlich leer. Ich habe keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Ich war glücklich, als ich das Spiel durch hatte. Also ich kann gleich mit gutem Gewissen sagen, das zweite Spiel ist nicht so. Der zweite Teil ist nicht so gruselig. Der ist weniger gruselig. Klar, natürlich geht die Tür von selber zu. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind hoch erfreut, dass Sie unseren bescheidenen Vorschlag angenommen haben. Nach einiger Überlegung des Datums betreffend befinden wir uns als den besten Zeitraum, um die Ausstellung zu eröffnen. Die Vorbereitungen werden ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, denn ein Klavier in die Galerie zu bekommen, wird eine Herausforderung sein. Mit freundlichen Grüßen, der Galerist. Das Fenster war vorher nicht auf. Aber was sieht sowas eigentlich immer ständig, wenn ich, just out of reach...
Natürlich, ich hasse das Spiel. Warum spiele ich das eigentlich immer? Ich war glücklich. They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Ja, ein Gebäude fängt eigentlich erst mit der Leinwand an. First step is hardest. Der erste Schritt immer am I can't remember the last time I wore these. The last time I could move freely. Ich habe jetzt die Schuhe mitgenommen, ist das euer Ernst? Oh. Schön, dass das Spiel immer von selber die Tür zumacht. Kann ich bitte von selber die Tür zumachen? Ich hasse das, wenn mir einer hinter mir die Tür auf einmal zuhaut. Da erscheint doch gleich eine Tür. Du willst mich doch verarschen. Da war doch gerade die Schranktür war doch gerade zu. Wart. Ich will doch jetzt verarschen. Die Tür war doch gerade zu, oder nicht? Wir kommen jetzt in eine Parallelwelt, weil man das so sehen kann. Wir kommen in Narnia. Jetzt sind wir nämlich in der Parallelwelt. Das ist hier die wirkliche Welt. Und jetzt kommen wir in... Ich kann mir vorstellen, dass das eine Parallelwelt ist. Seht das wie... Aber wir müssen wahrscheinlich irgendwas holen. So, das ist ja nicht dafür, das war ja für die Kiste. Ey, spielen wir jetzt Albus Dumbledore und hauen aus den Gemälden ab oder was? Jetzt. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Never forget. Niemals vergessen. Oder vergessen niemals? Irgendwie so? Oh Gott, ich schrei gleich. Leute, die Horrorspiele erfinden, haben genauso eine blühende, kranke Fantasie wie Leute, die Horrorbücher schreiben. Frage ist, ist das eine Gabo? Ist das. Haben die alle eine Klatsche? Black! Es reicht, dass ich mich beim Spiel erschrecke. Du musst mich nicht auch noch dauernd erschrecken. Ach, da ist das liebliche Bild wieder von. I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're going to love it. Okay, ich habe alle. Sie hat eine. Ist da jemand? Ist das einfach nur? Ich sehe nichts. Habe ich nicht irgendwas? Klar, natürlich. Eigentlich darfst du dich bei dem Spiel überhaupt nicht umdrehen. Umdrehen ist eine. Klar, Mutter Teresa. Wir sind nicht in den Keller gegangen. Könnt ihr euch daran erinnern? It must be sharper. Übrigens, wir hören die Effekte nicht. Ach so, ja, ihr hört die nicht. Ich höre die nur. Weißt du noch nicht eingestellt, aber muss ich gleich mal machen. So,
Sorry I haven't written in a while. I've been swarmed with work. Was ein Brief. I gotta tell you, your last letter was troubling, to say the least. I just can't believe she would set fire to your old paintings. Why would she do that? The Lady in Black especially? That was your tribute to her, wasn't it? I don't know what to tell you except to get her some professional help pronto. You could probably talk to someone as well. With all that's happened, I'm sure it would do you some good. I probably don't need to tell you that the buyer was sorely disappointed with the news. The new pieces just aren't selling as well as the classics. Anyway, I'll keep looking. You just hang in there and focus on your work. I know you still have it in you. I believe in you. Ich believe in me auch. Hey, Entschuldigung, dass ich eine Weile nicht geschrieben habe. Ich bin mit der Arbeit überschwemmt worden. Ich muss dir sagen, dein letzter Brief war, gelinde gesagt, beunruhigend. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alte Gemälde in Brand gesetzt wurden. Warum sollte sie das tun? Vor allem The Lady in Black, das war dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir raten soll, außer ihr schnell professionelle Hilfe zu besorgen. Du könntest es wahrscheinlich auch gebrauchen, mit jemandem zu reden. Nach allem, was passiert ist, bin ich sicher, dass dir gut tun würde. Ich muss dir vermutlich nicht sagen, dass der Käufer von der Nachricht sehr enttäuscht war. Die neuen Werke verkaufen sich einfach nicht so gut wie die Klassiker. Ich werde jedenfalls weiter suchen. Bleib einfach dran und konzentriere dich auf deine Arbeit. Ich weiß, dass du es immer noch drauf hast. Ich glaube an dich, dein Agent. Ja, wenn du mehr Zeit mit deinen Gemälden verbringst als mit deiner Frau, dann würde ich deine Bilder auch irgendwann in Brand stecken. Wenn es irgendwann zu viel wird. Oh, the fit bin ich jetzt. You can't fight her, you will break you. Du kannst dich gegen sie kämpfen, sie wird dich zerstören. Oh nein, jetzt kommt das. Look closer. Ja, am Arsch. Look closer. Look closer am Arsch. Das ist ein Stück von einem Gemälde. Hier. Okay, warte mal. 9. 11. Ich habe das Spiel schon zweimal durch. Ich habe es schon zweimal durch. Dreimal. Ich habe es einmal geguckt und zweimal gespielt. Und er erschreckt mich trotzdem. Das ist doch eine Scheiße. 6, 9. Hier? 6. 6, 9, 4. Okay. Was haben wir jetzt? Noch ein Schlüssel. Watch out, you can't fight here. This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. I will. I need Gute, to. For all our sakes. For our family. Ist das eine Frau? For a family? Or just for you? Go on. Tip the scales. Ich war noch nicht mal ganz durch die Tür. War noch nicht mal ganz durch die Tür, ey. Which color should you choose? Welche Farbe ich nehme? Was das, ist das ein Trick oder was? Das, was ich bewege oder was? Grün? Für die Hoffnung? Which color should I choose? Grün. The green of her eyes, the red of my paint. Das grüne Augen und das Rot meiner Farbe. Ja, was ist denn rot bitte? Bei den Menschen Blut ist rot. Also du hast eine Haarfarbe voller Rot.
What a choice. Oh, grün. Ich mag grün. Die Augen. Ich mag die Augen. Okay, du kannst zwei Wege nehmen. Okay, alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass das die beiden sind. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.